Hallo, jetzt ist Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Donnerstag, den 21.04.2022. Und es ist Wahnsinn, wie schnell der April schon wieder rumgeht, ne? So gefühlt ist irgendwie gar nichts passiert. Die ersten 2, 3 Aprilwochen, die sind irgendwie so im, naja, Schlafmodus vergangen, könnte man fast sagen, ne? Ist relativ unspektakulär gewesen. Und jetzt fängt es langsam an, wieder ein bisschen spannend zu werden. Also man merkt auch, dass der Aprilverfall weg ist. Ich glaube, da werde ich jetzt auch zum Donnerstag mal nochmal ein längeres Mail an meine Leute fertig machen. Da hatten wir vor dem Märzverfall uns ein bisschen drauf eingestellt, dass da ein paar Wochen jetzt eher ein bisschen, naja, werden könnten. Und ich denke, da kann man so langsam dann auch wieder ein bisschen auf die Risikoschraube draufdrehen. Und unser Freund hier ist deutlich erstaunt gewesen, was für einen großen Popel er hier aus der Nase gezogen hat gestern. Also, unser DAX hat sich, ja, kann man nur so sagen, gut geschlagen. Das haben wir gestern schon festgehalten. Das sah gut aus und so haben wir es auch gesagt. Entschuldigung, ich habe ja immer noch seit Corona irgendwie so einen Husten. Ich krieg das nicht weg. Das ist auch nur, wenn ich erzähle, das reizt total den Hals. Dann, wenn ich die Fresse halte, dann ist es immer gut. Aber so kriegt man keine Analyse durch, wenn ich nichts sage. Also wir hatten drüber gesprochen, ne? Gesprächeren Start, solle man sich nicht verunsichern lassen. Er solle die 14.150 halten, das wäre wichtig. Bla 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 bla. Dann weiter hoch, rein in die 43.360. Boah, das ist genau das, was gekommen ist. Da brauchen wir jetzt eigentlich nicht viel Zeitraum verlieren. Das ist komplett auf Kurs. Ja, liegt doch super in der 340-360 drin. Also, ich sag mal, wenn er sich nicht dumm anstellt, kann er jetzt am Donnerstag auch oben mal die 14.445 antesten und einfach mal hier durch die 360 durchschlagen. Das würde ich schon für realistisch erachten. Der Bereich da oben ist dann relativ wichtig, ne? Das ist ein wichtiger Trend. Der Abwärtstrend seit letztem Allzeithoch. Jetzt hoffe ich, wartet mal. Wartet mal. Jetzt. Nee, 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 nee. Wartet. Jetzt muss ich kurz gucken. Ich hier keine Scheiße erzähle. Doch, ist so. Ist so. Ist tatsächlich so. Das wirkte mir jetzt so weit weg, ne? Sind ja doch 2000 Punkte fast noch dazwischen. Aber das ist der Abwärtstrend seit Allzeithoch und der kommt da langsam unter Beschuss. Der hat ja hier schon mal so einen Vorschnuppern, so einen klassischen dritten Schnupperer, wo er dann einfach nochmal ein bisschen Schwung holt, bevor er sich beim vierten Mal versucht rauszudehnen. Das heißt, der Bereich ist ja wichtig. Wir haben Donnerstag schlagen sehr stark auseinander oder übertreiben manchmal vollkommen. Ja, also, ist immer sehr, wie soll ich sagen, es fällt vielen schwer, das mal so ein bisschen auseinanderzuhalten. Dabei finde ich Donnerstag eigentlich sehr schön, weil diese zwei Bilder, dieses total Übertreiben und dieses Hin und Her, das lässt sich halt immer schön abstecken halt, ne? Und ich finde, da kann man durchaus den Bereich um 4,45 nehmen und kann sagen, okay, wenn er jetzt bis da hochläuft und der haut eine rote Stundenkerze hin, dann kann ich davon ausgehen, dass er Donnerstag echt eine Dolle nach unten durchtritt und gut und gerne auch bis 2,40, 200 wieder zurück kann. Das kann der, das kriegt er hin. Auch von da oben. 200 Punkte nach unten, das ist da kein Ding. Das hat er letzten Tag oft gemacht. Andersrum genauso, ne? Wenn der schwach reinkommt, dann drückt sich noch ein bisschen nach unten, so aus dem Bereich 240, 200. Dann einfach wieder aufdrehen und hoch rein in die 445. Alles möglich. Also gerade zu einem Donnerstag sollte man sowas drin haben oder einfach im Erwartungsbereich haben. Aber eben auch dieses Übertreibungspotenzial. Wenn ich nämlich hier oben gar keine rote Stundenkerze kriege und der legt mir eine grüne Kerze nach der anderen hin, dann sollte ich einfach im Hinterkopf haben, okay, es ist Donnerstag. Donnerstage können richtig krass übertreiben. Die können mehrere Stunden Runway einfach eine Linie reinrennen und dann auch einfach nicht zurückkommen und einfach durchziehen halt. Einfach dann ganz flach oben zur Seite weiter zur Seite laufen und das halten. Und da würde ich halt wirklich im Bereich um 4,45 hier ein bisschen so im Grenzbereich halten, wenn er da per Stundenschuss drüber geht. Der kann der 14.600. Das ist so wie die Pfeile hier eingekommen sind, ne? Also der hat im Prinzip, der hat dann den Abwärtstrend im Bruch und könnte dementsprechend auch gut Bewegung vorteilen. Na, also es ist jetzt nicht unbedingt das, was ich jetzt primär für den Donnerstag erwarten würde. Ich könnte mir schon gut vorstellen, mal ran an die 4,45, vielleicht so kleines Sch drüber schnuppern und dann schon deutlicher wieder zurück in die 2,40 rein. Vielleicht erstmal nur eine 300, 340 Gap Close, wenn er den Aufwärtsgap bringt. Ne, und dann vielleicht noch in die 240 rein oder macht es andersrum, aber dann wird er wahrscheinlich hier oben stehen bleiben. Das wäre so ein bisschen so meine Erwartungshaltung, ne? Oder meine erwartete Spanne 14.445 bis unten 14.200. Sollte tiefer gehen, würde es mich ein bisschen überraschen. Hätte dann aber noch immer die 14.150 so ein bisschen als Unterstützungsniveau dahinter. 14.80 bleibt auch wichtig. Und
Wie gesagt, Überraschungspotenzial sehe ich oberhalb von 14.445. Das heißt, wer dort dann große Short gelöste kriegt oder so den, ne, für viele ist immer so dieses klassische, na, der ist jetzt schon zu weit gestiegen, da muss er jetzt mal fallen. Ich gehe jetzt hier mal Short. Der kommt bestimmt wieder zurück. Ne, mit sowas sollte man sich wahrscheinlich dann einfach zurückhalten. Also passt einfach von der Bewegung nicht. Ne? Wir haben lange Seitwärtsbewegung, die wird aufgelöst. Wir haben einen Trendbruch, haben wir auch jetzt drüber gesprochen. Wir haben mögliche Flagge nach oben aufgehebelt. Also wir haben schon relativ vieles dafür getan, dass der Markt auch hier wirklich wieder ein paar Punkte durchrennen kann. Und das sollte man halt nicht einfach auf Verdacht sagen, okay, der Markt kommt schon zurück. Wenn man Short will, kann man das ja tun, aber dann würde ich einfach abwarten, bis man ein Signal dafür bekommt, dann den Stop-Loss hinter das Signal setzen, sodass man halt nicht Gefahr läuft, hier einfach dann irgendwie zu sagen, auch bei 4,45, der wird schon nochmal runterdrehen und macht mir 30 Punkte und dann kann ich ja rausgehen und auf einmal steht man irgendwo bei 14.965 und fragt sich, ja, wann kommt der denn jetzt mal wieder runter, dieses blöde Mistvieh halt, ne? Ich wollte doch nur 30 Punkte haben und jetzt habe ich schon wieder 500 Punkte minus. Weil das ist der Klassiker halt, ne? Und das muss nicht sein. Man versucht mit den Signalen zu handeln, man versucht das Risiko eng zu begrenzen und so weiter und so fort. Deswegen bleibt da vernünftig, wenn der oben raustigert, wie gesagt, kann halt echt ein bisschen Übertreibungspotenzial dann freisetzen. Einfach weil es ein Trendbruch ist halt, ne? Trendbrüche setzen immer, können immer gut Bewegung freisetzen. Das müssen sie nicht, aber sie können es. Und damit habe ich einen Wahrscheinlichkeitsvorteil auf Können und den sollte man dann auch für sich nutzen. Okay, gut. Also wir haben abgesteckt. Mein Erwartungsbereich ist Schwankung zwischen 4,45 und 200. Ich sehe Potenzial auf 2,40, 200, dass wir nach oben aufdrehen. Potenzial bei 4,45, dass wir nach unten abdrehen. Unten möchte ich eine grüne Stundenkerze sehen, damit er hochdrehen kann. Oben möchte ich eine rote Stundenkerze sehen, dass er runterdrehen kann. Sollte mir über der 4,45 rauslaufen, gerne auch Potenzial oben raus. Sollte unten rauslaufen, dann oder unten übertreiben wollen. Jetzt kann er auf beiden Seiten übertreiben. Bräuchte ich dann aber einen Stundenschluss unter 14,150. Ja. Gut. Punkt. Machen wir zu. Wünsche euch viel Erfolg. Tagesschau hatte ich da vor uns gesehen. Er hatte ein bisschen mit dem mittleren Bollinger-Band gespielt. Tut sich aber ganz gut aufdrücken. Also zeigt doch auf jeden Fall das als eine Bewegung. Ist erstmal abgeschlossen. Das ist jetzt was anderes. Könnte theoretisch jetzt hier eine Teilwelle werden von der Bewegung, dass da nochmal was hinterherkommt. Kann aber auch schon wieder versuchen, den Trend versuchen fortzuversetzen. Ne? Also sagt, okay, war jetzt ein Rücklauf. Man hat ja auch so ein leichte SKS-Tendenzen drinne. Na, wenn man so das Ziel sieht, hier zack, 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 hätte auch sogar das Ziel hier unten abgebaut. Also, ja, Punkt. Egal. Fakt ist, auch hier haben wir die Trendlinien drin. Na, hat man ja vor uns gerade nochmal drauf geguckt. Sollte auch die jetzt nach oben auslösen. Ich meine, man könnte sie theoretisch nochmal hier ein bisschen zur Sicherheit nachziehen. Gucken, wo der Bereich ist und da einfach nochmal ein bisschen aufmerksamer hingucken. Und aber auch da sehen wir, das ist dann hier schon um 14.560. Dass die Bereiche dort kommen. So, jetzt gucke ich nochmal, wo hat man angelegt? Hier. Wo angelegt? Also, machen wir anders. Bleibt immer da, wo angelegt war. Und das ist das. Gut, ich mache hier aus, wünsche euch viel Erfolg zum Donnerstag. Und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dann, tschüss.